Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zu Let's Play Rage. Angesichts der Fortsetzung Rage 2 habe ich mir gedacht, könnte man sich Rage 1 ja mal anschauen, um zu sehen, wie diese Reihe eigentlich begann und wohin das Ganze noch führen wird mit der Fortsetzung. Das Spiel wurde 2011 von id Software entwickelt und herausgegeben. Allerdings nicht ganz ohne Kontroversen, denn technisch war das Spiel tatsächlich nicht so ausgereift, wie man es eigentlich von der id Tech erwarten würde. Die entwickeln ja eigene Engines, die eigentlich ziemlich bekannt, ziemlich beliebt und ziemlich gut sind. In diesem Fall war es jedoch so, dass Rage an nachladenden Texturen zu knacken hatte, und zwar auf den Konsolen vor allem, ziemlich krass. Was immer so ein bisschen den Gesamteindruck des Titels getrübt hat. Nichtsdestotrotz ist es bestimmt ein interessantes Spiel. Wir wissen ja von id Software, dass die Shooter sehr, sehr gut können, auf jeden Fall. Alleine dieses wuchtige Waffengefühl ist immer wieder ein Genuss. Uns erwartet hier in diesem Spiel also ein Ego-Shooter, zu größten Teilen zumindest. Es gibt allerdings auch Rennspielelemente, die man ja auch vor allem aus Rage 2 ja auch kennt. Gesehen hat im Trailer und so weiter und so fort. Also bin ich sehr gespannt auf das Spiel und würde sagen, wir legen einfach mal los. Machen ein neues Spiel. Ich denke mal, normal ist angebracht. Dass es drei weitere schwierigere Schwierigkeitsstufen gibt, macht mich etwas nervös, aber wir bleiben auf normal. Ein Kometeneinschlag hat also die Erdoberfläche getroffen. Projekt Eden, Arche 437a. Jahreszähler plus 106. Wow. Externe Störung festgestellt. Kryokammer beschädigt. Kammer Omega 5 aktiviert. Beginne Nanotriten-Notaktivierung. 3, 2, 1. Nanotriten-Sequenzer einsatzbereit. Kryokammer-Versiegelungen geöffnet. Entspricht dem Sonnenzustand. Neustart des internen Datensystems. Nach oben schauen. Das scheint zu funktionieren. Möchtest du diese vertikale Kalibrierung beibehalten? Was immer das jetzt zu bedeuten hatte, aber... Aktuelle Position unbekannt.
Standortsignal deaktiviert. Systemüberprüfung gestartet. Äußere Eichendruckabdichtung gelöst. Sicherer Ausstieg bestätigt. Oh Gott. Außentür entriegelt. Die anderen sind alle tot. Alle, die mit uns mit eingefroren wurden. Hier spricht Präsident Davis. Sie, die freiwilligen Teilnehmer des Projekt Arche, sind die letzte Hoffnung für die Zukunft und das Überleben der Menschheit. Niemand weiß, was Sie nach dem Erwachen erwartet. Doch vergessen Sie nicht, Sie und diese Archen sind das Einzige, das uns von der vollständigen Vernichtung trennt. Unsere Hoffnung begleitet Sie. Gute Reise. Ende der Nachricht. Dann würde ich sagen, wir verlassen diese Arche und blicken auf eine postapokalyptische Welt nach einem Meteoriteneinschlag. Mal sehen, ob wir noch irgendwelche Überlebenden finden und wenn, in was für einem Zustand die sind. Wir haben gesehen, dass dieser Kometeneinschlag auf der Planetenoberfläche globale Ausmaße angenommen hat. Oh Gott. Das ging ja ziemlich schnell los, das hat mich jetzt sehr kalt erwischt. Nicht sicher hier. Steig ein. Alles klar, Dan Hager. Ich vertraue dir einfach ich mal. Weiß, du hast viele Fragen. Wir müssen weiter. Die Hügel wimmeln nur so von Banditen. Auf geht's. Ah, cool, der Doom Marine. Du hast mehr Glück als Verstand. Die Regierung zahlt einen Haufen Kohle für Archenbewohner. Warte, die kannst du ja noch gar nicht kennen. Mit dem Rest der Welt dürftest du dich genauso wenig auskennen. Willkommen in der Zukunft. Ja, sieht sehr trocken aus. Und sandig. Ja, also nicht so, als wenn hier das volle Leben florieren würde. Halt, da sind Banditen. Oh ja. Scheiße. Zu dumm, dass du noch den Archenanzug trägst. Äußerst verräterisch. Etwas. Das da draußen ist ihre Welt. Suchen wahrscheinlich nach ihren Kumpels. Mist. Jetzt haben wir. Dann gib doch Gas, du Honk. Schneller. Wir müssen zu mir. Sobald die merken, was ich getan habe, werden sie Blut wollen. Und ich. Ja, ich wollte gerade sagen, ich hoffe, du hast einen Plan B. Ich habe einen Plan, der uns beide hier rausbringen könnte. So viel zu Plan B. Geschafft, endlich wieder zu Hause. Hagar Siedlung. Offenbar ist er der Anführer hier. Scheint fast so. Wir müssen uns unterhalten. Steig aus. Alles klar. Tschüss, Doom Marine. Eine coole Anspielung auf einen legendären Shooter. Ich finde, man bewegt sich so unerwartet schnell. Wenn ich einmal A drücke, bin ich schon irgendwie einen Meter nach links geschlittert. Wir können offenbar verschiedene Fahrzeuge fahren, was mich schon mal sehr, sehr freut, solange die Fahrphysik auch einigermaßen okay ist oder das Fahrverhalten. Okay. Weißt du, ich habe für deine Rettung viel aufs Spiel gesetzt. Nicht nur mein Leben, sondern das aller hier.
Bisher habe ich überlebt, indem ich mich aus allem rausgehalten habe. Das könnte sich jetzt ändern. Was ich übrigens sehr, sehr geil finde, ist, dass die Charaktere tatsächlich lippensynchron sprechen. Das können viele Spiele nämlich seltsamerweise nicht. Aber hier scheint das zu funktionieren und das macht, finde ich, immer viel der Atmosphäre aus. Reden wir weiter mit ihm. Hier ist mein Plan. Geh zum Lager der Banditen und radier sie alle aus. Ganz einfach. Außer dir darf keiner überleben. Du kannst einen meiner ATVs aus der Garage haben. Und die Pistole und das Zubehör auf dem Tisch. Oh, du wirst mehr bekommen als nur meinen Dank. Komm lebend zurück, dann gibt's eine schöne Rüstung, die du dir über deinen Archenanzug ziehen kannst. Deal? In dieser Welt ist Reden nicht viel wert. Wir wollen Taten sehen. Nimm die Pistole, die Munition und die Bandagen vom Tresen. Dann hol dir einen meiner ATVs und fahr nach Norden zum Unterschlupf der Ghosts. Und komm erst wieder zurück, wenn alle erledigt sind. Wenn du das für mich erledigst, gebe ich dir eine alte Archenrüstung, die zu deinem Archenanzug passt. Okay. Eins noch. Die Banditen dürften kein großes Problem sein. Zumindest nicht für dich. Gehört ihr Archenmenschen seit was Besonderes? Na, da bin ich doch mal gespannt, ob wir irgendwelche Superkräfte haben oder sowas. Siedlerpistole. Und Bandagen. Ja, und da taucht natürlich auch sofort die Minimap oben rechts auf. Wir können uns ein Dossier ansehen, wenn Nanotriten zu langsam sind. Ah, diese Nanotriten haben wir wahrscheinlich im Körper. Und die werden wahrscheinlich auch dafür sorgen, dass wir irgendwelche besonderen Kräfte haben. Bauen. Das klingt sehr nach einem Crafting-System. Unser Arsenal, wir haben ja momentan nur diese Siedlerpistole. Standardpistolmunition hilft garantiert gegen Mutanten und Banditen irgendwann. Upgrades. Vernichte die Banditen. Spielzeit. Da sehen wir unseren Spielcharakter. Gefundene Objekte. So ein paar Statistiken hier, ganz nett. Ich muss mich übrigens korrigieren zu eben. Ich sagte, dass id Software das Spiel auch herausgegeben hätte. Das waren allerdings Bethesda. Bethesda Studios, der Publisher, der auch heute noch id Software Spiele rausbringt. Ghosts, da haben wir ja eben... Ah, den können wir leider nicht nehmen. Ghosts, da haben wir ja eben gesehen, dass es deren Territorium war. Ja, wir sehen auf der Minimap auch genau, wo wir langfahren sollen. Leertaste löst eine Vollbremsung aus. Okay. Also das Fahren funktioniert soweit ganz gut. Das finde ich schon mal ziemlich cool. Mir gefällt auch, also die Grafik für 2011, das gefällt mir auch wirklich gut. Kann sich jetzt sehen lassen. Es wird ja mehrere Archen geben. Gibt es eigentlich eine Map? Habe ich bisher noch nicht gefunden. Also es wird ja mehrere Archen geben, da die ja durchnummeriert waren und wir nur eine von vielen viele Archen waren. Also das legt das zumindest nahe. Und da bin ich mal gespannt, ob wir vielleicht noch anderen Archenbewohnern, früheren Archenbewohnern begegnen werden. Stanley Express Briefkasten. Der Stanley Express sucht immer Fahrer, die zu gefährlichen Fahrten bereit sind. Weitere Informationen erhalten sie in Wellspring. Okay. Auch da bin ich mal gespannt. Dieses Fahrzeug können wir interessanterweise nicht fahren. Man kann sich also nicht einfach blind in jedes Fahrzeug setzen. Okay, das funktioniert schon mal Shooter-Standard-typisch. Ist das der Unterschlupf der Banditen? Drücke Umschalttaste zum Sprinten. Ghost-Unterschlupf betreten. Ah, das ist dann so ein Hub-Level, okay. Ghost-Hideout. Scheu dich nicht, dir die Hände schmutzig zu machen. Jetzt konnte ich es nicht lesen. Mein Rechner ist einfach zu schnell, oh mein Gott. Ja, ich gehe mal davon aus, dass die Shooter-Mechaniken in diesem Spiel wunderbar funktionieren werden, denn diese Shooter-Geschichten, das ist eigentlich id Softwares Markenzeichen.
Leichen durchsuchen. Du kannst Leichen durchsuchen, indem du dich ihnen näherst und E drückst. Du solltest jede Leiche durchsuchen, die du siehst, um Munition, Zutaten und Geld zu finden. Ja. Also diese Formeln, nach denen man einen anständigen Shooter entwickeln sollte, die hat id Software blind drauf. Wir haben Konserven gefunden. Ja. Irgendetwas sagt mir, dass die hier etwas abschreckend wirken sollen. Man muss sagen, das gelingt ihnen. Also, dass wir es hier nicht mit irgendwelchen Halma-spielenden Opas und Omas zu tun haben, das sollte man schnell erkennen. Alte Kunst. Drücke C, um dich zu duken. Überall diese aufgespießten Köpfe, was soll denn das? Ist das hier der neueste Schrei aus der Zukunft? Funkgerät. Mir steckt noch Fleisch zwischen den Zähnen. Oh je. Knackbares Schloss. Du brauchst einen Schlossknacker, um diese Tür zu öffnen. Du kannst einen Baudossier zusammenbauen, wenn du den entsprechenden Bauplan und die benötigten Teile hast. Ganz heiß auf den Kampf. Schnapp ihn dir! Oh fuck. Du gehörst mir. Komm. Ich wollte gerade sagen, kommt er jetzt in den Nahkampf? Kommt er offensichtlich wirklich? Da war doch ein Bandit, der ist aber weggeflogen, okay. Ja, diese Waffe fühlt sich natürlich jetzt noch nicht besonders stark an. Crimson Spraydosen. Stofflappen. Okay, das spricht auf jeden Fall für ein relativ großes Crafting-System, wenn wir hier selbst irgendwelche Lappen bekommen. Kann ich hier rüberspringen? Yo. Schwarzer Kaffeebecher. Irgendwelche vergammelten Displays hier. Ein altes Telefon. Also das ist jetzt nicht unbedingt eine Zukunft, in der ich leben will. Und das ist auf jeden Fall auch eine Zukunft, in der Greta Thunbergs schlimmsten Prognosen wahr geworden sind. Ist das dann ein Zopf, der da an seinem Kopf baumelt oder was? Oh Gott. Könnte auch ein komischer Pimmel sein, ich weiß es nicht. Elektrobausatz. Kann man nicht öffnen. Also bisher ist das hier erstaunlich unbewohnt. Sammelkarte Ghost Boss. Es gibt Sammelkarten. Wo kann ich mir die angucken? Eliminiere alle Banditen, das ist klar. Hier haben wir das. Ah, wir können noch nichts bauen. Selbst wenn wir wollten, aber hier sehen wir was. Unnützer Schrott, den du aufgesammelt hast. Verkauf ihn doch einfach. Ach, verschiedene Objekte ist so ein Sammelbegriff für Sachen, die man einfach verkauft. Ein paar Bücher, die im Ödland gefunden wurden. Keiner liest sie, aber sie eignen sich bestens zum Feuer machen. Was soll das denn heißen? Dass mein Beruf in der Zukunft ausgestorben ist? Verschiedene Drähte, Stecker und andere elektronische Teile. Okay. Na gut. Weiter geht's. Wir müssen hier vorne lang. Ja, Munition mache ich mir eigentlich gerade keine Sorge. Denn anders als in anderen Spielen haben wir hier offensichtlich reichlich. Bisher zumindest. Da geht es lang, es geht allerdings auch hier lang. Wir schauen uns zuerst mal hier um. Wie war das? Alle Leichen durchsuchen. Oh mein Gott, die Sichel will ihm in den Arsch kriechen. Arschkriecher. Sammelkarte Ghost. Ich frage mich, was wir dann mit den Sammelkarten machen. Können wir uns in epischen Kartenduellen duellieren? Oder ist es nur ein alter Kindheitstraum und Wunsch, der da aus mir spricht? Wer ist dieser Mann? Fuck. Fuck.
einer an, was Hagar uns geschickt hat. Wie kannst du es wagen, einfach in unser Haus zu spazieren? Bringt ihn in die Todeskammer. Defibrillator, du bist fast tot. Die Nanotriten in deinem Körper können dir neues Leben einhauchen und alle Feinde in der Nähe neutralisieren. Aktiviere Defi mit E. Warte, bis die Knotenpunkte aufgeladen sind. Sobald die Knotenpunkte aufgeladen sind, schießen sie aufeinander. Drücke E, wenn sich die Knotenpunkte überschneiden. Die Knotenpunkte schießen aneinander vorbei und prallen nicht zurück. Du hast also nur eine Chance. Je näher die Knotenpunkte zusammen sind, desto mehr Lebensenergie wird regeneriert. Lass uns jetzt eine Defibrillierung ausprobieren. Wie schnell ging das denn? Wie soll man das denn rechtzeitig hinkriegen? Alter! Genau deswegen wurde jetzt natürlich auch sehr wenig sehr wenig Leben wiederhergestellt. Da sollten wir jetzt mal... Wie benutzt man sein Medipack? Das sollten wir vielleicht mal mit 2, oder? Nee. Schnellzugriff. Ups. Jetzt habe ich Krach gemacht, den ich nicht machen wollte. Können wir das nicht benutzen? Bandagen? Offensichtlich nicht, okay. Das Südern ist eine gefährliche Gegend. Vergiss also nicht rechtzeitig und oft zu speichern. Kann ich hier freispeichern? Yo. Okay, das ist geil. Das macht mir schon mal Spaß. Freispeichern finde ich einfach ein Muss. Zumindest in den meisten Spielen gehört sich das einfach. Wenn du dich geduckt bewegst, kannst du dich mit Hilfe von C an Feinde anschleichen. Okay. Ziemlich ekelhaft. Alter, wie viele Menschen haben die auf dem Gewissen? Schätze, individuelle Menschenrechte werden hier nicht wirklich gewährleistet. Oder überhaupt irgendwie groß geschrieben. Ja, was hat das Anschleichen jetzt gebracht, wenn ich ihn eh mit der Pistole ausschalte? Wo sehe ich denn überhaupt mein Leben? Frage ich mich gerade. Krass. Ich find's cool, dass wenn die angeschlagen sind, die sich tatsächlich auch anders verhalten. In dem Sinne, dass sie halt herumkriechen und sowas, also verletzt. Finde ich gut. Das dürfte es jetzt erstmal gewesen sein für euch. Pistolenmunition, Dollar. Dass das als Währung hier tatsächlich noch funktionieren soll, finde ich erstaunlich. Hier noch irgendetwas Wichtiges? Ich sehe nichts, was man looten könnte. Dann gehen wir weiter. Wow. Wow, der lebte auch noch. Wow, die werfen mit den Teilen auf.
Krass. Also irgendetwas stimmt mit dieser Sichelphysik nicht. Die laufen nach vorne, als wenn sie von Ameisen getötet und sie lösen sich auf. Ist Thanos etwa hier? Wo steckt er? Wow, okay. Man muss hier ja mal so ein bisschen herumprobieren. Da kann man nichts machen. Hab ich ihm das Bein abgeschossen? Oder hängt das einfach nur im Boden? Leichte Clipping-Fehler also. Komm her, du Wichser. Wie hast du mich genannt? Die anderen Seite. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt nicht gerade zimperlich mit der Munition, einfach weil man davon so viel findet und so viel hat. Den habe ich erwischt. Der dürfte tot sein. Und der dürfte auch tot sein. Was haben wir hier? HE-Granaten. Drücke F2, um Granaten auszuwählen, und Q, um sie zu benutzen. Ah ja. Ach, mit Q benutzt man. Okay. Gut zu wissen. Rooms. Pistolenmunition. Was hat der Typ hier drüben noch für mich? Dollar. Die kriegen offenbar alle nur ein sehr, sehr kleines Taschengeld. Oh. Ach, cool. Wir können auch da Geld rausnehmen. Hier im Badezimmer finden wir nichts. Ja, und wieder 24 Munition. Ich meine, ganz ehrlich, wie viel muss man denn verschießen, damit man die überhaupt irgendwie leer kriegt? Oh, da unten. Da ist auch noch einer. Wir müssen scheinbar darüber, um diesen Greifhaken zu benutzen. So. Es geht nicht nach oben. Es geht aber nach unten. Wow. Naja, wenn man aufpassen will, dann sollte man sich nicht unbedingt in die Granate reinstellen, Freunde. Vernichte die Banditen. Das haben wir offensichtlich jetzt geschafft. Was ist denn das da drüben? Da leuchtet was. Kann ich da nicht rüber? Ernsthaft, warum kann ich hier nicht rüber? Da ist doch was, das sehe ich doch. Naja, in jedem Fall haben wir offensichtlich dieses Level geschafft. Oder diese Aufgabe erfüllt. Denn er sagt ja selbst, dass das Missionsziel aktualisiert wurde. Hätte ja noch sein können, dass hier vielleicht noch irgendetwas liegt. Looten können wir die leider nicht, wenn die hier so zersplotcht sind. Es hat also auch Nachteile, das zu tun. Also den Einsatz der Granaten. Die zwar den Kampf erleichtern, aber dann den Loot uns verwehren. Kehre zu Dan Hagar zurück.
Ah ja, und hier sind wir auch wieder am Anfang. Das ist ja praktisch. Cool. Auf jeden Fall ein sehr cooler Einstieg hier in Rage.